617. Während Marie-Dominique Peyramale seine abgebrauchte Reisetasche in der Hand soeben den Bahnhof von Nevers verlässt, erinnert er sich an eine Einflüsterung Saint-Pé, der sich über Bernadette mehr und länger lustig gemacht hatte als Pomian, Binet und alle anderen. Wissen Sie, Herr Dechant, was diese famose Heilige tut, wenn sie aus der Verzückung erwacht? Sie beginnt unverzüglich, sich die Läuse aus dem Haarpelz zu kratzen. Peyramale ist geneigt, das unrühmliche Ende seiner Laufbahn als gerechte Strafe anzusehen, hat er sich doch als ungläubiger Thomas benommen und das noch im letzten großen Gespräch, welches er mit Bernadette führte, zur Adventszeit 63. Doch, oh unbegreifliche Vorsehung, denkt er, dieser Vertrag des Saint-Pé, der noch viel ungläubiger war als ich, ist durch sie erhöht worden. Der Riese, der mit seinem Koffer durch die Straßen von Nevers stapft, ist mächtig erregt. Das nahe Wiedersehen mit jener, welche er mit dem Besen aus dem Tempel kehren wollte, bedrängt sein Herz. Bernadette Soubirous war das gnadenreichste Ereignis seines Lebens. Er war ein blinder, stupider Esel, gegen alles Verdienst gewürdigt, an der Wiege des großen modernen Wunders zu stehen. An ihn hatte die Dame die Forderung gerichtet, eine Kapelle zu bauen und Prozessionen abzuhalten. Zum Danke dafür hatte er sie mit blödsinnigen Gegenforderungen um Geld und blühende Heckenrosen verulgt. Ganz recht hatte sie gehabt, ihm seine Pläne zu streichen und die Prozessionen anderen zu überlassen. Aber wie steht's mit Saint-Pé? Warum duldet sie Saint-Pé? Der Kerl scheint halt zu geschickt zu sein. Er hat sich niemals wirklich exponiert. Peyramale war oft schon nahe dran gewesen, zu Bernadette zu fahren. Der Gedanke aber, ihr möchte sein Anblick nicht erwünscht sein, hatte ihn immer davor zurückgehalten und vor Jahren ihm den Gedanken mit dem Muttergottesbildchen eingegeben. Von ihrer Krankheit hörte man schon sehr lange Zeit. Genaue Berichte aber waren nie zu erlangen, auch in Nevers nicht. Erst die sonderbaren Worte, cher Monsieur le Curé, ich denke an Sie, Ihre Bernadette, hatten den Pfarrer so sehr erschüttert, dass er sich alsogleich zu der langen Reise entschloss. Schon war die Fahrkarte gekauft, als lästige Ereignisse eintraten, die ihn zwangen, die Abreise für einige Zeit zu verschieben. Während er aber diese störenden Geschäfte abwickelte, erfüllte ihn zu jeder Stunde des Tages und der Nacht ein tiefes Unbehagen, eine innerste Unruhe, die sich oft bis zu einem dumpfen Schuldgefühl steigerte. Er konnte sich des Bewusstseins nicht erwehren, von Bernadette Soubirous als ihr alter Beschützer angerufen zu sein. Nachdem er endlich all seine Pflichten erfüllt hatte, war die heilige Karwoche angebrochen. Dass ein Pfarrer seine Herde vor den größten Feiertagen des Jahres im Stiche lässt, ist wahrhaftig mehr als ungewöhnlich. Peyramale tat's. Und was, wenn ich nicht mehr da wäre? Sagte er zu seinem Stellvertreter, der den Dienst übernahm. Ich bin ein alter, kranker Mensch und lebe doch nur mehr aus Versehen, weil unser nachsichtiger Herrgott ein Auge zudrückt. Mutter Josephine Herbert empfängt den Pfarrer von Lourdes mit Freundlichkeit und Ehrerbietung. Das violette Collar des Domherrn beweist, dass der Entthronte dennoch mit allerlei Würden bedacht worden ist und Anspruch auf den Titel Monseigneur besitzt. Die Oberin trägt ihm sofort die Gastfreundschaft ihres Hauses an. Was Sir Marie Bernard anbelange, so sei es unbegreiflich, dass sie noch lebe, habe doch die Krankheit nach dem Urteil der Ärzte längst ihren armen Körper aufgezehrt.
Nur noch die unglaublich starke und hartnäckige Seele des ärmsten Kindes friste das hartnäckige irdische Leben weiter. Vielleicht liege es im höheren Ratschluss, dass die Bevorzugte der Mutter Gottes noch die Passionswoche dieses Jahres zu durchleben habe. Dr. Saint-Cyr jedoch hat schon vor 3 Tagen die Überzeugung ausgesprochen, dass der Tod der Seherin von Lourdes nur mehr eine Frage von Stunden sein könne. Schmerzen aber leide Marie Bernard seit gestern keine mehr. Monseigneur Lelonge, der Bischof, habe angeordnet, dass kein Besuch bei der Sterbenden ohne seine ausdrückliche Bewilligung vorgelassen werden dürfe. Sie, Mutter Herbert, fürchte, dass man auch dem hochwürdigen Herrn Pfarrer von Lourdes keine Ausnahme von dieser Regel machen könne. Es werde aber sofort in der bischöflichen Kanzlei angefragt werden. Indessen möge der Herr Kanonikus es sich möglichst bequem machen und sich von den Strapazen der Reise bei einem Imbiss erholen. Der Amal will schon wegen der Anfrage beim Bischof zornig werden, beherrscht sich aber und sagt mit seiner noch immer rau verschleierten Stimme: Bernadette Soubirous ist ein Kind meiner Pfarrgemeinde. Die Vorsehung hatte sie lange Jahre unter meinen schwachen Schutz gestellt. Wer wüsste das nicht, Monseigneur, rächelt die Oberin mit einer Kopfneigung, wenn man sich auch in unserem Hause auf höhere Anordnung hin nicht viel mit jenen großen Ereignissen beschäftigen durfte, so sind sie uns doch alle in ihren Einzelheiten wohl bekannt. Am frühen Nachmittag holen Mère Vauzoux und Sir Nathalie den Pfarrer von Lourdes ab, um ihn in die Infirmerie zu führen. Das Herz des alten Mannes klopft. Wird sie mich erkennen? Fragt er. Oh, sie ist so klar und so ruhig wie noch nie, erwidert Nathalie, ohne ihre Tränen zu verbergen. Ein recht geräumiges Krankenzimmer mit 2 hohen Fenstern und 3 Betten. Alle 3 von einem spitz zulaufenden Schleierhimmel verhängt. 2 dieser Betten sind leer. Bernadette liegt im 3., das in der rechten Ecke des Raumes steht. An der Gegenwand eine schmale Kommode mit einer Madonnenstatue drauf. Doch nicht die von farbig, darüber ein Kruzifix. Das ist alles bis auf einen Lehnsessel und ein paar sehr kleine Holzstühle ringsum. Marie-Dominique Peramal geht mit schwerem Schritt, der höchst unangenehm in sein Ohr knarrt, auf das Bett in der rechten Ecke zu. Er sieht vor sich nicht eine Nonne von 35 Jahren, sondern ein sehr junges Mädchen mit einem ganz schmalen Alabastergesicht. Die Flügel der unsäglich fein geschwungenen Nase zucken. Der Kindermund hat ein wenig Farbe. Ziemlich hohe Stirn ist halb verdeckt von einer Kompresse. Die großen dunklen Augen sind aufmerksam und apathisch zugleich. Sind die Augen Bernadette Soubirous. Der Dechant, ein 70er bald, errötet vor Verlegenheit, räuspert sich und sagt nach einer Weile: Da bin ich nun gekommen. Man schiebt in eines der Zwergstühlchen hin, mit großer Vorsicht lässt sich der Riese darauf nieder. Er hat berechtigte Angst, der Sitz werde unter seinem Gewicht zusammenbrechen. Auf der Bettdecke liegen 2 kleine vergilbte Elfenbeinhände, die den Versuch machen, sich dem Gaste hinzustrecken. Der Versuch glückt nicht. Höchst behutsam ergreift der Pfarrer von Lourdes mit seiner gewaltigen Hand eines dieser ohnmächtigen Miniaturhändchen und haucht einen ehrfürchtigen Kuss darauf. Es vergehen 2 volle Minuten, ehe Bernadette eine ganz leise Stimme erhebt, die aber merkwürdig deutlich und hell in den Raum klingt. Monsieur le Curé, ich habe Sie nicht angelogen. Piramal zwingt den Aufschluchzen nieder. Weiß Gott, Monsieur, Sie haben mich nicht angelogen, flüstert er. Aber ich, nur ich war Ihrer nicht würdig. Ein Nachklang von Angst flieht über das Mädchengesicht. Man fragt mich immer wieder,
Und dann nach einer harrenden Pause bekennt Bernadette mit einem zitternden Atemzug. Ich habe sie gesehen, ja, ich habe sie gesehen. Der Dechant weiß nicht, wie und warum ihm plötzlich das alte Du wieder auf die Lippen kommt, als wären nicht zwei Jahrzehnte vergangen und vor ihm läge nicht die Nonne Marie Bernard, das erhabene Siegel der Vollendung auf dem Antlitz, sondern die kleine Bernadette Soupirou, dieses Geschöpfchen, quellklar, und man kennt sich doch nicht aus in ihm. Peramal bringt seinen schweren, müden Kopf näher an die Sterbende. Ja, du hast sie gesehen, oh mein Kind. Nicht er, du wirst sie wiedersehen. In die großen Augen tritt ein verdunkeltes Nachdenken. Das Nachdenken zieht Erinnerungen ins Licht. Dort sitzt der Pfarrer in seinem Studierzimmer am Kamin. Ich bin auch da und mein Kapulet habe ich um, weil es recht kaputt ist. Und ich will doch Dienstmädchen werden bei Madame Millet. Und er fragt, ob die Dame keinen besseren Posten weiß für mich. Da aber dringt's mit einem Seufzer über Bernadettens Lippe. Oh nein, Monsieur le Curé, es ist gar nicht sicher, dass mich die Dame zu ihrem Dienstmädchen nehmen wird. Endlich gelingt dem Dichanten der leichte, freie Ton, in dem er von Anfang an kämpft. Wenn etwas sicher ist, mein Kindchen, sagt er, so ist es das, es ist das Mindeste, was die Dame für dich tun wird. In die Augen des Mädchens tritt ein winziger Schimmer von Schelmerei, ja von Spott. Alle Menschen sind so lieb und mild jetzt. Meinen sie es aber auch aufrichtig oder funkeln sie nur aus Mitleid? Nein, ich bin gar nicht sicher, gar nicht sicher. Oh nein, sagt die helle Stimme, unbestechlich wie eh und je. Ich habe durch nichts anderes leisten können, als krank sein. Und vielleicht habe ich nicht genug Schmerzen gehabt. Diesmal wird Peramal mit dem Aufschluchzen nicht fertig. Du hast für alle Himmel genug Schmerzen gehabt. Mein Kindchen, glaub mir's. Es geschieht jetzt, dass so etwas wie ein halbfertiges Lächeln über das unbewegliche Mädchengesicht dahinhuscht. Und auf einmal spricht die helle Stimme nicht mehr Französisch wie bisher, sondern das grobe Patois ihrer Kindheit und Heimat. Ach, wo, Herr Dechant, sagt die kleine Soubirou aus der Rue des Petites Fossés. Ich kenne die Kranken sehr gut. Wir übertreiben alle ein bisschen. Unsere Schmerzen sind gar nicht so schlimm. Und stocken nach einem heftigen Kampf um Atem. Ich glaube, ich habe viel weniger Schmerzen gehabt als Freuden. Damals. Es ist zu viel, das Alabastergesicht verzerrt sich. Die Augen treten vor, Dr. Saint-Cyr im Hintergrund des Zimmers macht ein Zeichen. Sehr schwer erhebt sich Peramal vom Sesselchen. Seine ländlichen Pfarrschuhe knarren. Es ist der 16. April. Es ist Mittwoch. Ein heller, freundlicher Mittwoch. Morgen kommt Gründonnerstag. Mit seiner gewaltigen Liturgie. In dieser Zeit sind die Schwestern von Saint-Gildard äußerst beschäftigt. Gegen Mittag kehrt die Assistentin Nathalie von einem Dienstweg heim. Im Torgang des Klosters hält sie etwas fest. Es ist ein sonderbarer Zwang, der sie hindert, weiterzugehen. Marie Bernard, denkt Nathalie. Ohne sich zu besinnen, eilt sie in die Infirmerie, die zum Komplex der Konventsgebäude gehört. Die Pflegeschwestern haben Bernadette in den Lehnstuhl gehoben. Sie hat im Bett nicht länger atmen können. Jetzt hängt sie schief im Stuhl mit entsetzensvoll aufgerissenen Augen und schreit Nathalie entgegen. Masseur, Ripper, Ripper, Masseur. Nathalie kniet zu ihr nieder, ergreift ihre Hände. Warum haben Sie Furcht? Wovor haben Sie Furcht, meine Freundin? Brust der Kranken hebt und senkt sich mühevoll. Sie kann nur abgerissen stammeln. Ich habe so viel Gnade gehabt.
Ich muss sie einholen, ich kann's nicht. Denken Sie doch an unseren süßen Heiland, Monsieur, rät Nathalie und kämpft mit Macht gegen ihren Weinkrampf an. Bernadette kann aber immer nur ein und dasselbe denken an die Gnade ihres Lebens, der sie sich nicht gewachsen fühlt. Ich habe Furcht, stöhnt sie immer wieder, j'ai peur, ma soeur. Nathalie sucht nach beruhigenden Mitteln, findet nichts. Endlich legt sie ihre Hände Bernadette auf den Kopf, um ihr zu helfen. Sie haben wieder große Schmerzen, flüstert sie mit zusammengebissenen Zähnen. Nicht genug, keucht Bernadette. Nathalie beugt sich tief zu ihr hinab. Wir alle werden Ihnen helfen, liebste Marie Bernard. Wir werden recht flässig für Sie beten, die ganze Zeit, jetzt und später. Oh, bitte, Monsieur, tun Sie es, ja sicher, fleht Bernadette kindlich. Sir Nathalie lässt Mutter Humbert verständigen, dass es sehr schlecht geht. Dr. Saint-Cyr und Abbé Fabre mögen sofort gerufen werden. Bernadette wird noch einige Minuten von Qualen hin und her geschüttelt. Plötzlich aber kann sie wieder aufatmen und fragt mit nüchterner Stimme wie einer, der sich nach der Uhr erkundigt. Was für ein Tag haben wir heute? Es ist Mittwoch der Karwoche, Monsieur, erwidert Nathalie. Dann ist ja morgen Donnerstag, staunt Bernadette. Ja, morgen ist Donnerstag und was für ein großer Donnerstag. Was für ein großer Donnerstag, wiederholt Bernadette. Das Glück des Ziels beginnt aus den großen Augen zu leuchten. Nathalie versteht nichts von diesem Glück. Sie denkt nicht daran, dass der 11. Februar ein Donnerstag war, als die Sumiru-Mädchen Holz suchen gingen und Bernadette am Savi-Bach saß. Einen Strumpf am Fuß, den anderen in der Hand und sich die Augen rieb, ob sie träume oder wache. Und ein Donnerstag war's, als die Dame sprach, gehen Sie zur Quelle trinken und sich waschen. Und ein Donnerstag war's, als die Dame ihren Namen nannte. Der Donnerstag ist der Tag der Dame. Der Donnerstag ist der Tag der großen Geschenke. Morgen ist wieder Donnerstag. Ich habe keine Furcht mehr, Monsieur. Ich werde jetzt ruhig sein, sagt Bernadette. Wie ein schuldbewusstes Kind, das einer ungeduldigen Wärterin Artigkeit verspricht. Knapp nachher kippt sie im Lehnstuhl zur Seite. Man trägt sie aufs Bett. Man hält sie für tot. Doch der Atem kommt wieder. Schweren, kurzen Stößen. Das Krankenzimmer füllt sich. Der Arzt und der Kaplan walten ihres Amtes. Mère Humbert, Mère Vosou und die anderen Nonnen knien. Mère Marie-Thérèse bietet selbst den Anblick einer Sterbenden. Nahe bei der Tür steht Marie-Dominique Peramal, viel zu groß, viel zu wuchtig für dieses Zimmer und diesen zarten Tod. Seine Hände sind inbrünstig gefaltet. Bernadette hat wieder ihre Augen aufgetan. Sie versteht alles mit einer erstaunlichen Kraft, die man schon seit Tagen nicht mehr an ihr bemerkt hat. Schlägt sie auf einmal eines der leuchtenden Kreuze übers ganze Gesicht, dass die Erscheinung sie gelehrt hat. Die Gebete für die Agonie beginnen. Abbé Fabre stimmt das Hohelied Salomones an, die Worte, mit denen die Mädchenseele den Bräutigam begrüßt. Ich schlafe, aber mein Herz wacht, das ist die Stimme meines Freundes, der anklopft. Tue mir auf, meine liebe Freundin, meine Schwester, meine Taube, meine Fromme, denn mein Haupt ist voll des Tausend, meine Locken voller Nachttropfen. Bernadettes Augen sind sonderbar funkelnd ins Leere gerichtet. Man meint, ihre Blicke suchen das Kruzifix an der Wand. Man legt sie ihr auf die Brust, sie presst es leidenschaftlich an sich. Ihre Augen aber durchdringen weiter die Ferne. Auf einmal durchzuckt es ihren Leib.
Eine neue Kraft scheint sie hochzuheben und aus ihrer Brust dringt mit einer sehr vollen, vibrierenden Frauenstimme lang nachhallend das Bekenntnis. J'aime, ich liebe. Das tiefe, vibrierende J'aime schwebt im Raum wie der Anschlag einer Glocke. Es ist so groß, dass die Gebete aussetzen, dass alles schweigt im Zimmer. Nur Thérèse Wusu rutscht mit kreuzhaft ausgespannten Armen zum Sterbebette, um näher zu sein der Begnadeten. Ihr Gesicht ist zerrissen von Schmerz. Wenige Menschen haben die Meisterin jemals weinen gesehen. Sie aber glaubt jetzt, die Dame ist im Zimmer. Die Allerseligste, Allerlieblichste ist persönlich gekommen. Ihr Kind zu empfangen und hinüberzuführen. Unter vier Augen in der gewaltigen Einsamkeit des Sterbens habe die Entbehrende der Wiederkehrenden zugerufen. Ich liebe dich. Nun ist auch sie, die Nonne Wusu, die widerwillige Zweiflerin, so glaubt sie gewürdigt, Zeugin zu sein der Erscheinung. Blick herab auf mich, Verstoßene, Verhärtete, die Vollheit es war in ihrer Gnadenlosigkeit. Schluchzende Laute dringen aus der Brust von Marie Thérèse. Mit brechender Stimme beginnt sie das Ave zu beten. Bernadette aber sieht ihre alte Lehrerin mit einem aufmerksamen Blick an, der sich um Gehorsam bemüht. Sie weiß, man fordert von ihr, dass sie das Gebet nachspreche. Den Rest des Atems aber hat sie für den großen Ruf ihrer Liebe aufgebraucht. Bernadettens Lippen bewegen sich fleißig. Beim zweiten Teil des Aves gelingt es ihr, nachzumurmeln, jetzt und in der Stunde. Weiter kommt sie nicht. Im Allgemeinen verlöscht der Tod ein menschliches Gesicht mit einem jähen Handgriff. Das Gesicht Bernadette Soubirous aber leuchtet er mit einem jähen Handgriff. Genau in dem Augenblick, da der letzte Atemzug vollendet ist, bekommt sie das Antlitz ihrer Verzückungen wieder. Als sie durch alle Gesichter und Gegenstände der Welt hindurch der Dame verbunden blieb, die sie schaute, und vor diesem Antlitz fühlen alle dasselbe, was einst Antoine Nicolo fühlte und in die Worte kleidete. Gar nicht anrühren dürfte man solch ein Geschöpf. J'aime. Aus Marie-Dominique Peramals Gehör schwindet das Liebesbekenntnis nicht. Er kniet noch immer regungslos in der Nähe der Tür und hat die Fenster aufgestoßen. Schattenhaft knien die betenden Nonnen um das Bett. André bewegen sich schattenhaft und haben die Leiche mit Habithaube bekleidet und lange dicke Kerzen herbeigebracht und in die Leuchter gestellt und entzündet. Nicht viel von dieser huschenden Tätigkeit bemerkt der Kniende, die man ehrerbietig seiner Andacht überlässt. Nur manchmal wendet er den Blick zum Fenster, welchen der Frühlingsschein sich silbrig verdünnt. Ein paar blühende Obstbäume des Gartens kann er sehen und Wolken, ziehende Wolken. Das ganze Leben wird Peramal so unbeschreiblich leicht. Bis in das massige Gewicht des eigenen Körpers hinein. Er fühlt es gar nicht, dass er noch immer auf seinen alten rheumatischen Knien liegt. Erst nach und nach beginnt er zu ahnen, welch hohe Erquickung ihm durch diesen Tod zuteil geworden ist. Es hat sich alles verwandelt.
kann je noch in ihm ein Stachel, eine Bitterkeit weiterbrennen. Silbrig ist das Licht des Tages, golden ist das Licht der Kerzen. Und Tageslicht und Kerzenlicht umschmeicheln das Antlitz Bernadettens in seiner bleibenden Entrücktheit. Peramal kann sich nicht losreißen von diesem Antlitz und verwundert hört er sich flüstern: Dein Leben beginnt, o Bernadette. Diese Worte aber sagen nicht nur: Du bist jetzt im Himmel, o Bernadette. Sie sagen: Du bist jetzt im Himmel und auf der Erde, o Bernadette. Deine Augen haben mehr gesehen als die unseren. In deinem Herzen war mehr Liebe, als unsere harten Herzen es je fassen könnten. Deshalb bist du nicht nur wirksam und gegenwärtig, täglich, ja stündlich in der Quelle von Massabielle, sondern in jedem dieser blühenden Bäume draußen. Dein Leben beginnt, o Bernadette. Erstaunlich leicht richtet sich der riesige Peramal auf, nimmt mit einem letzten Blick und Kreuz Abschied von Bernadette sowie Ruhe und geht.